Die italienische Gerüchteküche brodelt. Nachschlag von Fiat. Mittlerweile fast Kultstatus. Das markante Delfingesicht der ersten Generation. Gewagte Proportionen, außergewöhnliche Designelemente. Dennoch hat sich der Multipla der ersten Stunde verkauft. Der neue kehrt zu den Wurzeln zurück. Stilecht mit höher gelegten Tagfahrleuchten, gewürzt mit gigantischen Seitenscheiben, die für noch mehr Übersicht sorgen sollen. Praktisch soll er sein. Auch die dritte Generation kommt mit 3 Sitzen in der ersten Reihe. Optional auch mit Kühlschrank statt des vorderen Mittelplatzes. Die Basis? Fiats kleines SUV, der 500X. Von dem könnten auch die Motoren kommen. Heißt Benziner ab 110, Diesel ab 95 PS. In beiden Versionen mit maximal 150 Pferden. Ein Plug-in-Hybrid soll später noch folgen. Das Highlight im Innenraum, eine neue Version des U-Connect inklusive Head-Up-Display für die Beifahrer. Zu den Preisen lässt sich Fiat noch nicht in die Töpfe schauen. Autobild rechnet aber mit mindestens 21.000 Euro. Schon 2020 wird angerichtet, dann soll die Neuauflage auf den Markt kommen.